Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen steht neben mir und von ihr möchten wir uns erklären lassen, was es denn tatsächlich heißt, was hinter dieser Wortwahl seitens der Bundesregierung steht, dass diese Bombenattacke seitens der Amerikaner nachvollziehbar sei. Was ist nachvollziehbar, Frau Ministerin? Ist das auch so zu interpretieren, dass Sie es für richtig halten? Sie müssen sehen, in welchem Kontext das ist. Es geht gegen Assad. Assad überzieht sein Land seit 7 Jahren mit einem Bürgerkrieg. 400.000 Menschen hat er auf dem Gewissen. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und er hat 2013 den ersten schaurigen Giftgasangriff auf seine eigene Bevölkerung verübt. Das haben damals die Vereinten Nationen nachgewiesen und eine sehr harte Resolution auf den Weg gebracht, die alle, das heißt Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika, auch gemeinsam unterschrieben haben. Nun wird ja jedes Wort diplomatisch gewogen und es ist ja schon interessant, dass Sigmar Gabriel und auch die Bundeskanzlerin diese gleiche Vokabel benutzen. Aus Polen hören wir zum Beispiel volle Unterstützung, aus anderen Ländern ebenfalls, und die Bundesregierung wählt nachvollziehbar. Nochmal die Frage, findet diese einseitige Attacke Amerikas ihre volle Unterstützung? Amerika der Präsident selber hat gesagt, es ist eine einmalige Aktion. Und damit macht er auch klar, was uns so wichtig ist, dass es in einen größeren Kontext, in eine Strategie eingebettet ist, in der die Federführung, die Vereinten Nationen haben, die Gespräche in Genf, zum Beispiel die Friedensgespräche, die müssen jetzt weitergeführt werden, aber mit dem ganz klaren Akzent, das hat die Europäische Union auch so gesagt, dass Syrien nur vorstellbar ist in Zukunft ohne Assad. Das ist wichtig. Und das Zweite, was wichtig ist, in Syrien tobt auch immer noch der Kampf gegen den IS. Auch diesen Fokus dürfen wir nicht verlieren. Nun ist es ja ein Alleingang und die Position, wenn man die Erklärung der Kanzlerin liest und des französischen Präsidenten, volle Unterstützung für die UN-Resolution 2254, das Genfer Kommuniqué, da lese ich und höre ich heraus, dass man von solchen einseitigen Maßnahmen lieber Abstand nehmen sollte. Elmar Brok, der Grand Senior im Europaparlament, hat ebenfalls ja auch gewarnt und sieht da eine höhere Kriegsgefahr durch das amerikanische Vorgehen. Nochmal, es gehört in eine ganze Kette rein. Und über eines sollten wir uns auch gemeinsam klar sein. Solche schaurigen Giftgasangriffe gegen die eigene Bevölkerung, das sind Chemiewaffen, die geächtet sind durch die Vereinten Nationen. Und der Einsatz von Chemiewaffen muss auch geahndet werden. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Resolution, auf die alle ja rekurrieren, der Vereinten Nationen auch umgesetzt wird und durchgesetzt wird. Das ist ein größeres Szenario, in dem bewegen wir uns jetzt. Und deshalb muss man die einzelnen Schritte hintereinander auch sehen. Sie wurden kurz vorher ja informiert. Waren Sie überrascht vom amerikanischen Vorgehen? Das ist ja die Kehrtwende von der Kehrtwende letztendlich, wenn man Donald Trump richtig interpretiert und beobachtet. Wissen Sie, wenn Sie nachts in den frühen Morgenstunden durch einen Telefonanruf geweckt werden, dann denkt man nicht in solchen Kategorien, sondern das Wichtigste ist zunächst einmal die Information aufnehmen. Und dann habe ich die entscheidenden Personen sofort informiert selber. Das ist das Erste, was Sie dann in einer solchen Situation tun. Sollte es denn tatsächlich dann auch ein einmaliger Luftschlag sein? Oder könnten Sie sich vorstellen oder würden Sie es begrüßen, wenn unter Umständen auf weitere Giftgasmassaker, so muss man es ja beschreiben, ähnlich reagiert? Also zwei Dinge sind jetzt wichtig. Nämlich erstens, dass die Resolution hat gesagt, alle Chemiewaffen müssen offengelegt werden und vernichtet werden. Das muss umgesetzt werden. Und das Zweite ist fast wichtiger. Auch Russland ist ja vorab informiert worden. Es muss für uns alle vollkommen klar sein, dass dieses Land, Syrien, nicht befriedet werden kann mit Assad an der Spitze, der ein solches schauriges Vorgehen gegen die eigene Bevölkerung gezeigt hat, und dass man konsequent dagegen vorgehen muss. Aber nochmal, Frieden findet dieses Land nur, wenn die streitenden Parteien, nämlich die aus der Ära Assad, die kein Blut an den Händen haben, und die wir Rebellen oder Opposition nennen, zusammen an einem Tisch eine Lösung gemeinsam finden ohne Assad. Dient dieser Alleingang denn der Befriedung des Landes? Es dient zunächst einmal der Tatsache, dass ein Giftgasangriff auf die eigene Bevölkerung nicht toleriert wird. Und wir dürfen nicht vergessen jetzt hier, was der Auslöser war und was das große Bild ist, in dem das geschehen ist. Nochmal, wir alle haben diese schaurigen Bilder in den letzten Tagen gesehen. Und die Empörung weltweit war groß. Diese Luftwaffenbasis liegt an einer sehr isolierten Stelle.
Und genau sie ist ausgewählt worden. Es ist keine Wohnbevölkerung drumherum, weil von ihr wahrscheinlich diese Angriffe gegen die eigene Bevölkerung mit dem Giftgas geflogen worden sind. Es ist, glaube ich, wichtig, diesen Kontext auch zu sehen. Nochmal, der Präsident selber hat gesagt, es ist eine einmalige Aktion. Heißt, wir müssen andere, weitere Schritte nehmen, die vor allem im diplomatischen, im friedenspolitischen Bereich liegen, um Lösungen zu finden. Frau Ministerin, recht herzlichen Dank.